Und jetzt steigen wir richtig ein. Ich habe mir eine Einstiegsfrage überlegt. Ich habe vorher gesagt, oder seid ihr Lernende? Und selbst als ich das schon ausgesprochen hatte, habe ich mir gedacht, sind wir ja alle. Wir haben ja nach Schülerinnen und Studentinnen gefragt. Lernende sind wir alle. Und deswegen würde ich gerne auch einsteigen mit, was ihr gelernt habt zum Thema Nachhaltigkeit und digitale Bildung. Was ihr vor kurzem gelernt habt, kann was ganz Kleines sein, ein kleiner Fakt, eine große Erkenntnis, die ihr hattet, was auch immer. Was habt ihr denn als letztes in diesem Bereich, wo ihr Expertinnen und Experten seid, noch gelernt, lernen können, lernen dürfen? Wer hat als erstes was er teilen möchte? Ladies first. Also dann fange ich an. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil dieses Thema Bildung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, wie du schon sagst, ist ja eigentlich riesengroß. Wenn ich zurückgucke, was ich ganz konkret gerne teilen will, das finde ich eigentlich ganz schön, dann ist es was, dass ich ein Barcamp organisiert habe zu Lernen mit KI und mir danach überlegt habe, wie kann man dann die Dokumentation von diesem Barcamp möglichst gut weiter nutzbar machen. Und da habe ich gefunden, dass es das Tool gibt, H5P. Das ist eine Open-Source-Software, damit habe ich eigentlich schon immer sehr, sehr gerne gearbeitet, aber habe jetzt herausgefunden, dass es da auch einen Inhaltstyp gibt, mit dem man so eine Dokumentation sehr übersichtlich erstmal darstellen kann und dann vor allen Dingen auch sehr gut durchsuchbar machen kann für alle Leute und die auch so bereitstellen kann, dass alle Menschen die weiter nutzen können. Und das fand ich war eine digitale Sache, weil diese Dokumentation liegt digital vor. Und ich fand das Ganze sehr nachhaltig, weil beim Barcamp wird ja sehr viel miteinander diskutiert. Es kommen sehr, sehr viele Ideen, die zusammengetragen werden. Und durch so eine Dokumentation, die von allen auffindbar gemacht wird und auch von allen weitergenutzt werden kann, haben wir eine nachhaltige Entwicklung, dass also zukünftig auf diese Diskussion aufgebaut werden kann. Ja, ich bin auch, es ist eine schwierige Frage. Was habe ich in der letzten Zeit gelernt oder irgendwie mitbekommen? Ich glaube, wenn mich so ein bisschen die grundsätzlich in den letzten 2 Jahren irgendwie überlege, was man gelernt hat, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ich glaube, dann hab ich zumindest für mich auch als noch aus Schülerperspektive noch danach gemerkt, dass eben Nachhaltigkeit eben nicht ist, digitale Endgeräte anzuschaffen und zu sagen, wir haben jetzt eine digitale Welt, wir haben eine digitale Schule erschaffen und dass sozusagen damit auch die Digitalisierung abgeschlossen ist. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, den ich gelernt habe, dass wir eben viel, viel größer denken müssen und auch total davon wegkommen müssen, dass wir denken, dass Digitalisierung Status quo ist, weil auch gerade, du hast es schon gesagt, künstliche Intelligenz, ich bin Student, ich bin gerade in der Klausurenphase, ich lerne sehr viel gerade mit ChatGPT, wo wir vielleicht auch nochmal drüber reden, wie sinnvoll das ist, wie richtig oder vielleicht auch gar nicht richtig die Dinge sind. Aber da haben wir auch jetzt in den letzten Monaten nochmal gemerkt, dass einfach Digitalisierung eine stetige Entwicklung ist und es kein Status quo in dem Sinne gibt. Ich habe ein Buch gelesen. Mir fällt gerade erst die Ironie des Formats ein, aber How Bad Are Bananas? Also wie schlimm sind Bananen? Von Namen vergessen, Berners-Lee. Der Bruder ist von Berners-Lee, dem World Wide Web Erfinder. Und der hat einfach einen riesen Katalog gemacht, der CO2-Fußabdruck von fast allem, heißt der Untertitel, glaube ich. Und da habe ich ganz viel gelernt an so ganz vielen einzelnen Sachen, wo ich dachte, oh Hammer, wusste ich ja gar nicht und war mir nicht klar oder sowas. Also meine Lieblingsgeschichte ist, irgendwie Fahrradfahren ist ganz schlimm, wenn man sich den Energieverbrauch, den man hatte, dann mit Cheeseburgern ersetzt. Das ist fast Autofahren dann. An vielen einzelnen Sachen war es interessant, aber auch insgesamt dieses Bild sozusagen, wo überall das noch hintersteckt, weil ich habe das Gefühl, gerade im Bildungsbereich diskutieren wir es häufig nur so an Dingen, wo es offensichtlich ist, so irgendwie Papierverbrauch oder Stromverbrauch oder sowas. Das ist ja irgendwie nur ein kleiner Ausschnitt, wo es halt deutlich sichtbar war. Und noch ein Punkt, den ich ja gelernt habe zum Thema Stromverbrauch, ist tatsächlich, nicht, dass es klein ist, aber unglaublich effizient tatsächlich IT-Technologie ist. Das war mir vorher nicht so klar, ohne das gelesen zu haben. Dankeschön. Wir kommen auf alles nochmal genauer ein. Also ich habe jetzt schon KI, ChatGPT, Strom, Energieverbrauch. Ich habe mir auch über Papier nochmal Gedanken gemacht. Also kommt alles auf jeden Fall drin vor. Und wenn ihr Fragen habt, vergesst nicht, die auch noch reinzuwerfen. Ich dachte mir, wir fangen mal an, eben weil Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Bildung erstmal auf digitale Bildung zu gucken und dann zu öffnen, was das noch mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Jetzt hast du, Dario, schon gesagt, digitale Medien sind schon irgendwie auch Status quo. Gleichzeitig reden wir immer noch von digitalen Medien, digitale Bildung. Das heißt, das Gegenstück ist analoge Bildung. Inwiefern macht diese Zweiteilung, Differenzierung noch Sinn oder wo ist es sinnvoll, das noch zu unterscheiden?
Und wie ist diese wie macht ihr diese Unterscheidung? Ich glaube, dass das eine ganz große Frage ist, weil wir gerade jetzt auch durch Corona, aber auch in den letzten Monaten natürlich der Hang immer dazu ist, dass man denkt, Digitalisierung ist per se die Verbesserung. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Irrglaube, dass man denkt, alles muss digital werden, weil dadurch wird die Bildung besser. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, zu unterscheiden noch zwischen analoger und digitaler Bildung, weil es ist nicht per se schlecht, noch Schulbücher zu haben, aber vielleicht gibt es in manchen Bereichen Dinge, die digital sind, die besser sind, weil sie vielleicht besser eben Dinge, Inhalte erklären können. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig zu schauen, wo kann Digitales Analoges ersetzen, weil es einfach besser ist, wo kann es aber auch ergänzen. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist zu schauen, wie man das im Einklang bringt, aber es zusammenzufassen, glaube ich, wäre ganz gefährlich. Seht ihr das auch so? Also ich glaube, das passt schon. Ich kann mich da zu großen Teilen anschließen. Was ich immer versuche, so ein bisschen als Sortierung hinzukriegen, ist zum einen, dass wir heute Abend irgendwie einen Begriff brauchen. Also wir wollen über irgendwas reden und dann haben wir eben, dass wir über digitale Bildung reden. Wenn ich ansonsten drauf gucke, dann habe ich eher den Eindruck, dass ich denke, insgesamt müssen wir uns angucken, wie verändert sich die Bildung, weil wir in einer Gesellschaft leben, die auch anders funktioniert, weil es eine technologische Entwicklung gibt, die diese Gesellschaft sehr stark bestimmt. Und von daher, an der Stelle finde ich, dann macht diese Unterscheidung zwischen digitaler Bildung und analoger Bildung nicht mehr so viel Sinn, weil wir eigentlich uns überlegen müssen, wie gestalten wir insgesamt gute Bildung, sodass Menschen gestaltend in die Gesellschaft einwirken können, die dann eben jetzt heute zu großen Teilen eine digitalisierte Gesellschaft ist. Aber um überhaupt eine Begrifflichkeit zu haben und zu sagen, worüber reden wir gerade? Und wenn wir, kommen wir ja gleich hin, über Bildung und Nachhaltigkeit reden, dann hat es ja auch viel damit zu tun, welche Tools nutzen wir, wie erstellen wir Bildungsmaterialien und ähnliches. Da haben wir ja dann sehr direkt was. Ist es dann eben digital, weil wir eine Videokonferenz haben, oder ist es ein Tool, was wir nutzen, mit dem wir irgendwie ein Material erstellen? Stimmst du dem zu? Ja, ich überlege gerade, weil wir sollen ja streiten, steht hinter uns. Und das versuche ich jetzt gerade. Also, was ich schon tatsächlich sinnvoll finde, auch an der Vereinfachung mit der Gegenüberstellung von der analogen Bildung, ist, dass wir längst ja nicht angekommen sind bei einem normalen oder bei einem neuen Normalzustand oder sowas, weil wir ja Bildungsorganisationen haben, beispielsweise in der politischen Bildung, irgendwie so Häuser oder Abteilungen oder Institutionen insgesamt, die einfach noch im Wesentlichen dem folgen, wie wir sie mal erfunden haben, für ein prädigitales Zeitalter. Und teilweise ja vor 100 oder 200 Jahren erfunden haben, teilweise vielleicht auch vor 50 Jahren. Und ich glaube, wie prägend das ist, merken wir erst dadurch, wenn es irgendwie halt mit den digitalen Umständen nicht mehr gut kompatibel ist. Also als ich vor, oh Gott, 20 Jahren, dieses Büro für politische Bildungsarbeit aufgebaut habe, war immer tatsächlich eine große Frage für mich, der ganz naiv da reingekommen ist, auch gar kein Vorwissen hatte, so richtig. Wieso bin ich jetzt nur für Veranstaltungen zuständig? Wir müssen doch auch da die Publikationen mitdenken. Und dann kam auch so dieses Internet dazu oder sowas. Und es war aber ganz klar, Moment, weil das ist hier die Abteilung für Veranstaltungen, da drüben sind die für Publikationen. Und natürlich können die sich auch mal treffen. Aber eigentlich sind das zwei unterschiedliche Sachen. Und spätestens das ist ja 2023 vollkommen obsolet, diese Trennung, weil Bildungsangebote sozusagen im digitalen Raum viel stärker miteinander verwoben sind. Ist das jetzt eine Veranstaltung oder ist das jetzt ein Material, was wir entwickeln? Heute Abend sitzen wir hier bei einer Veranstaltung, aber auch ja nur so halb, weil wir sitzen hier alleine. Und also für alle, die es jetzt irgendwie sehen, ne, da hinten ist nichts für uns. Gleichzeitig nehmen wir jetzt ein Video auf, das möglicherweise nachher von mehr Leuten gesehen wird, als live dabei sind heute Abend. Also machen wir auch irgendwie ein Material, das wir produzieren. Und ab wie viele Leute, die es später dann mal mehr sehen, müssten wir eigentlich dann mehr auf eine Materialproduktionsebene gucken als auf eine Veranstaltungsebene. Also da ist ja die Digitalisierung ein großer Kuddelmuddel-Auslöser sozusagen. Und da habe ich das Gefühl, sind wir schon noch sehr am Lernen, was das mit den Institutionen oder mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, macht. Also auf jeden Fall auch ein Plädoyer, das ganz ganzheitlich zu betrachten, miteinander zu verweben. Trotzdem ist es ja immer noch so, das kam jetzt auch ganz gut bei dir raus, Joran, wir haben eine analoge Bildung und analoge Bildungsinstitutionen und dann gucken wir, wo können digitale Sachen ergänzen, zusätzlich was hinzubringen oder also auch sinnvoller dort anzuwenden. Werden wir es irgendwann erleben, dass es umgekehrt sein wird, dass digitale Bildung der Standard wird und wir uns dann überlegen, wo macht es noch Sinn, sich in Präsenz zu treffen und den Aufwand zu machen, wirklich zusammenzukommen? Also, dass sich das vielleicht irgendwann drehen könnte oder sagt ihr, nee, digital wird immer eher das sein, was an Präsenz oder an analog zusätzlich rankommt oder es wird irgendwann eine Trend, eine, du hast gesagt, eine Prä, keine, genannt haben wir keine prähistorische Zeit mehr, sondern eine,
wie sagt man denn? Ja. Normale Zeit? Du sagst schon normale Zeit. Also ich habe euch nicken sehen, also das prognostiziert ihr und Dario sagt so. Leg gerne vor, dann kommen wir vielleicht in das Sprechformat. Erstmal Nele und Jöran, die ja, also genickt haben. Ich hatte schon den Eindruck, also zum Beispiel in der Corona-Zeit, da hatte ich dann auch ein bisschen Angst, als dann so diese strikte Lockdown-Zeit vorbeigeht, habe ich mir immer überlegt, irgendwann wird das passieren, dass ich zu einer Veranstaltung zugesagt habe, wo die Leute fragen mich, wo bist du denn? Und ich dann sage, wieso, ich sitze doch vor meinem Rechner. Also weil das da tatsächlich schon die Normalität war, dass wir uns eigentlich also online getroffen haben und auch Bildung einfach online stattfand. Also von dem her, Diese Trendumkehr ist bis zu so einem gewissen Grad trotzdem schon da. Gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass gerade weil wir so viel Online-Lernen in den letzten Jahren gemacht haben, es auch sowas gibt wie so eine Trendumkehr dahin, also das merke ich auch bei mir selber ganz direkt, wenn ich Sachen konzipiere, dass ich plötzlich unwahrscheinlich viel Lust habe zu sagen, was kann ich denn in diesem analogen Raum eigentlich auch richtig cool machen? Und ich merke, dass ich so viel früher überhaupt gar nicht analog rumexperimentiert habe. Also so diese klassischen Sachen, dass man so Design-Thinking-Sachen macht, dass man mit Knete spielt und mit Lego und Ähnlichem. Weiß ich, geht alles irgendwie auch digital, aber geht analog natürlich völlig anders. Und ich habe eher so den Eindruck, es ist eine Richtung dahin, dass man mehr Lust drauf hat, das Digitale tatsächlich richtig gut zu gestalten und auch die Möglichkeiten auszunutzen, die es im Digitalen gibt und ganz genauso das auch analog zu machen. Und vor der Corona-Zeit hatte ich eher so das Erlebnis, dass wir auch gesagt haben, bei analogen Veranstaltungen ist es sehr cool, wenn wir irgendwie mitschreiben und unsere Handys mitnutzen und so. Das passiert schon auch immer noch und das hat auch oft seine Berechtigung. Aber ich merke, dass ich es gerade sehr genieße zu sagen, ich gestalte auch ganz bewusst was analog und mache dann auch sowas. Jetzt legen wir unsere Handys zur Seite und lassen uns mal drauf ein. Absolut, würde ich total zustimmen. Und ich würde noch ergänzen, also für mich, ich habe einfach eine große Sorge, weil wir in der Corona-Zeit angefangen haben, natürlich diesen Unterricht in Lockdowns eben digital zu gestalten. Und ehrlicherweise, da gehört auch dazu, ich selber habe da total drunter gelitten, weil für mich ist Lernen etwas Gemeinschaftliches, für mich ist Lernen, mit links und rechts jemanden zu haben, auch miteinander zu kommunizieren. Es gehört aber auch zur Wahrheit, ich hatte Leute bei mir in der Stufe, die sind total aufgeblüht, weil das für sie total eine gute Lernatmosphäre war, völlig für sie fokussiert. Sie haben ihr Ding gemacht, die sind wiedergekommen und haben gesagt, schön, mal wieder den einen oder anderen zu sehen, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Meine große Sorge ist die, dass wir in eine Zeit gehen, wo wir immer mehr fehlende Lehrer haben. Wir haben einen großen Lehrermangel, der nicht besser werden wird. Meine Prognose, da können wir vieles tun. Wir haben, das ist in vielen anderen Bereichen derselbe Spaß. Und meine Befürchtung ist, dass wir aufgrund dieser Zeit anfangen werden, immer mehr Menschen in einen digitalen Raum zu packen, zu unterrichten, in so eine Art Studiumsformat zu machen, also wo wir nur noch referiert sozusagen in Bildung haben, gerade im jüngeren Alter. Und das halte ich für eine ganz, ganz große Gefahr, weil ich glaube, dass umso jünger Schülerinnen und Schüler sind, umso wichtiger ist diese soziale Komponente Lehrer-Schüler-Beziehung. Und da würde ich enorm davor warnen, dass man dort auf ein digitales Unterrichten geht. Ich glaube, dass ein digital gestütztes Lernen die Zukunft sein muss, auch gerade hinsichtlich Lehrermangel, weil einfach diese Wissensvermittlung nicht mehr mit dem Schlüssel gehen wird. Aber der Unterricht als solches würde ich immer für plädieren, da ist die soziale Komponente eine ganz, ganz enorm wichtige. Ich mache auch erstmal kurz das Nicken. ich fange mal gleich mit dem Streit an. Also ich denke schon, dass gerade die politische Bildung jetzt noch mehr unter Druck kommen wird, sozusagen sich zu rechtfertigen, warum sie Präsenz braucht. Mhm. Also das war schon zu sehen vor Corona und einfach auch aus tatsächlich dem Thema heute Abend aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch einfach aus ökonomischen Gründen. Also heute Morgen war die Meldung irgendwie, in Deutschland sind gegenüber von vor 4 Jahren die Inlandsflüge halbiert. Und deswegen, Inlandsflüge sind halt Wirtschaftsleute. So, ne? Und Wirtschaftsleute haben halt irgendwie aus ökonomischen Gründen, nicht aus ideellen Gründen, irgendwie gesehen, okay, wir brauchen es an ganz vielen Stellen nicht mehr, dieses irgendwie, wir fliegen irgendwo hin, um uns zusammen in einen Raum zu setzen. Und deswegen glaube ich, dreht sich da schon was um sozusagen, dass der Default nicht mehr ist, irgendwie, wir treffen uns oder wir überlegen, ob wir stattdessen was Digitales machen, sondern eine Rechtfertigung zu haben, warum ist es wertvoll, dass wir uns in einem Haus treffen, nebeneinander. Und da glaube ich, dass wir in der Bildung noch viel arbeiten müssen, tatsächlich das auch richtig rauszukriegen. Also die Frage beschäftigt mich wirklich seit langem und ich würde sagen, ich weiß immer besser, dass es unverzichtbar ist, wofür wir uns in einem Haus treffen müssen. Mhm. Aber so ganz genau wofür das ist, kann ich noch nicht gut auf den Punkt bringen. Also es hat viel mit dem zu tun, dass man nebeneinander sitzt, also so Coworking und Co-Learning und so weiter. Aber letztlich wird es ja auch darauf hinauslaufen, wie wir Bildungsangebote machen, wie wir Lernmöglichkeiten schaffen, für was wir was nutzen können. Und
vor den fast 20 Jahren hat mein Chef immer gesagt, die politische Bildungsveranstaltung beginnt mit der Einladung. Aber dann passierte, also das ist jetzt nicht sein Zitat, dann passierte aber tatsächlich erstmal ja nichts, bis die Leute in dem Raum zusammensaßen. Und heute könnte man ja ganz viel dazwischen machen. Das versuche ich oft in Bildungsangeboten, wenn ich die gestalte. Zu sagen, man kann sich ja zum Beispiel vorher meinetwegen auch ein Video angucken oder einen Text durchlesen oder sich kennenlernen oder sonst was. Und das hat relativ wenig Akzeptanz, auch bei den Lernenden. Ich vermute, dass es auch irgendwie damit zu tun hat, dass wir so einen Modus haben, dass das Lernen dann erst beginnt, wenn wir nebeneinander in einem Raum sitzen. Und da denke ich mir, oh, wie viel Zeit wird dafür verschwendet, dass wir jetzt irgendwie erst vor Ort erstmal warm werden und gucken, wer da ist und Grundlagen uns anschauen und so weiter. Und wäre es nicht total gut, wenn wir dafür, wo wirklich der Ort gemeinsam ist, zum Beispiel was Gemeinsames auszubaldofern oder sowas, dafür alle Zeit nutzen können, wo wir beisammen sind. Und vorher haben alle die Anleitung gelesen oder ich weiß nicht, was sinnvoll wäre. Wir sind jetzt schon mitten in der Frage, die auch von den Teilnehmenden kam, die würde ich mal explizit noch hier mit reinnehmen. Kann man analoge und digitale Bildung miteinander verbinden? Da habe ich jetzt schon ein Ja rausgehört. Und wenn ja, wie kann man das in der heutigen Zeit gut gestalten? Und da habe ich jetzt bei dir, Jöran, wenn ich das richtig rausgehört habe, so dieses Blended Learning von, ja, kombinieren digitale Angebote und dann mit Präsenz, was wir dort machen und verlängern das vielleicht dann auch wieder mit digitalen weiteren Lernen. Aber da hast du gemeint, das wird gar nicht so angenommen? Ich würde gerne tatsächlich bei dem Begriff Blended Learning kurz, also ich will es nicht an mich reißen, ganz kurz bei Blended Learning ist mir zu verkürzt häufig, dass sozusagen gesehen wird, was irgendwie online und was in Präsenz gemacht wird. Mhm. Ich finde, die viel spannendere Unterscheidung ist, was wird synchron und was wird asynchron gemacht. Und dann ist dann häufig mit verbunden, was halt online passiert, weil asynchron sich viel mehr anbietet, zum Beispiel eine Vorbereitung auf ein Treffen oder so. Aber tatsächlich, weil wir, glaube ich, nicht so genau wissen, wie das funktioniert, also wenn ich irgendwo hinkomme, das kostet immer wahnsinnig viel Geld und dann denke ich mal, also wenn die zum Beispiel das Geld nicht haben, was irgendwie ja ganz okay ist, dann macht es doch so, guckt euch dieses Video von mir an und dann können wir gucken, ob wir danach irgendwie nochmal darüber sprechen, über Video oder sonst was. Nein, auch selbst wenn ich sage, bevor ich komme, wenn dann nur 90 Minuten im Programm sind für, da ist Jöran da, könnte man das nicht machen, dass die sich vorher einen Vortrag anmachen, dann können wir 90 Minuten diskutieren. Nein, 80 Minuten Vortrag, 10 Minuten Diskussion. Und das ist, glaube ich, sehr ein Überbleibsel von diesem alten Format, wo wir rauskriegen müssen, wo genau die Blockaden eigentlich herkommen. Wobei ich finde, dass da die Blockade tatsächlich eher auf der Seite von den Veranstalterinnen und Veranstaltern ist, als bei den Lernenden selber. Ja. Also ich mache oft die Erfahrung, gerade jetzt so bei hybriden Zuschaltungen oder so, dass ich mich immer mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern streite, dass ich sage, ich stelle hier Lernmaterialien zur Verfügung, das ist total toll und dann können die das in kleinen Gruppen nebeneinander sitzen, sich ein kurzes Video angucken und dann darüber diskutieren und das dann gemeinsam erarbeiten, was da drin steht. Und die Veranstalterinnen und Veranstalter sagen immer, aber es ist doch wichtig, dass du da bist, da muss es irgendwie einen Videokonferenzraum geben, wo die dich noch erreichen können und so. Die Realität ist, dass es kein Mensch von den Lernenden interessiert, so, aber man kann das ja machen, um die Veranstalterinnen und so zu beruhigen. Aber eigentlich von den Lernenden habe ich den Eindruck, dass das durchaus angenommen wird, dass man Bildungsveranstaltungen so konzipiert, dass sie auch dahin gehen zu sagen, ich gucke mir irgendwie vorher was an oder wir arbeiten was gemeinsam, ohne dass dann ich als referierende Person auch direkt mit dabei bin. Aber es ist noch ein langer Weg, also das ist jetzt nicht direkt ein Widerspruch, aber das ist so eine Beobachtung, die ich da durchaus teile. Ich finde, ein anderer Aspekt ist auch, da gibt es keine Wissenschaft oder sind mir zumindest nicht bekannt wissenschaftliche Zahlen, aber ich glaube auch ein Aspekt ist, wenn ich überlege, wenn ich einen Tag habe voller Videokonferenzen, also 6-7 Stunden vor einem Computer sitzen, dann würde ich sagen, dann schlaucht mich das mehr als 3 Tage irgendwie 9 Stunden Uni hintereinander. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großer Aspekt ist. Also dieses wirklich vom Bildschirm lernen, miteinander sozusagen agieren, ist ein deutlich größerer energiefressender Aspekt nochmal. Und ich glaube auch, um nochmal auf die Frage, die ja auch gestellt worden ist, analog digital zu gehen. Du hattest das am Anfang gesagt, das ist meine Lieblingszahl immer bei mir auf meiner alten Schule, sind es im Jahr 500.000 Kopien. Also sozusagen 500.000 Blätter, da haben wir auch das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen drin. Das ist natürlich alles andere als nachhaltig, weil ich würde behaupten, die allermeisten dieser Kopien, die kann man digital deutlich besser bearbeiten, weil dann kann man auch irgendwie nochmal markieren oder dann auch wieder wegmarkieren, wenn man der Meinung ist, das macht doch irgendwie keinen Sinn. Und ich glaube, dass bei solchen Dingen eben es total sinnvoll ist, analog durch digital zu ersetzen. Und dann, und das glaube ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sehr vereinfacht gesagt, aber ich glaube, dass vor allem Schulen deutlich mehr Kompetenzen brauchen, für sich selbst entscheiden zu können, wie sie agieren, also wo analog, wo digital. Weil das ein ganz großer Aspekt ist, dass wir vieles im Bildungsbereich immer von oben vorgeben. Und ich oft erlebe, dass die Schulen viel, viel besser eigentlich sind zu wissen, was sie brauchen.
Also wo brauchen Sie noch mehr analog, aber wo brauchen Sie vor allem auch mehr digital? Und daher würde ich immer dafür plädieren, eben den Schulen auch diese Kompetenz zu geben, damit sie dann am Ende auch sagen können, okay, die 500.000 Kopien, die können wir jetzt ersetzen, aber den großen Dirke-Weltatlas, den finden wir so gut, weil die Leute sozusagen physisch an der Karte sich angucken können. Genau. Ich möchte gleich noch das Thema Nachhaltigkeit mit reinnehmen. Jetzt sind viele Fragen gekommen, die ich sehe, noch zu dem Thema, wie konzipiert man und führt man jetzt gute Bildungsangebote durch, die beides berücksichtigen. Zum einen die Meinung, dass es dafür gut ausgebildete Lehrende braucht, die Digitalkompetenzen haben. Da sehe ich Nicken auf dem Podium, einstimmiges. Und dass es eben nicht reicht, einfach nur ein Konferenztool zu nutzen und das Gleiche zu machen wie vorher. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen schnell. Darf ich kurz streiten? Außer Jöran. Ich finde schon, dass wir uns das manchmal zu leicht machen oder an vielen Stellen, nicht alle und so weiter, weil Leute, die hier dabei sind, denen muss man sowieso das nicht erzählen, sonst wären sie ja nicht hier. Aber es gibt Bereiche in dieser Welt, wo sich manche Leute es zu leicht machen und sagen, wir müssen ja erstmal sozusagen fortgebildet sein und dann können wir machen. So. Und gerade in dem Feld Digitalisierung funktioniert es überhaupt nicht. Da muss es sozusagen ständig versetzt passieren. Irgendwie. Wir machen irgendwas, lernen dabei, sehen, was wir noch lernen müssen, machen irgendwas anderes, probieren es aus. Also das Lernen, Kompetenzen entwickeln und machen ist in diesem Feld total miteinander verwoben und nicht aufeinander folgen. Aber vielleicht zwei Sätze. Ich glaube, ja, für die nächsten Jahre ist das sowieso essentiell, dass die Menschen, die sozusagen im Betrieb, im System schon drin sind, dass man die sozusagen Learning by Doing, da gibt es super Projekte, zum Beispiel in Brandenburg gibt es eine Schule, die haben gesagt, sie können das jetzt diese Lehrer nicht eben fortbilden, weil es die Kapazität nicht gibt. Die haben gesagt, Schüler wissen sowieso in vielen Bereichen deutlich mehr als die Lehrer. Wir drehen das Ganze mal um, die Schüler bringen den Lehrern das bei. Hat super funktioniert, setzt natürlich auch voraus, dass die Lehrer für offen sind. Ich glaube aber auch, viele meiner Freunde sind jetzt irgendwie im Lehramtsstudium, sind irgendwie mit dem Bachelor durch und sind jetzt irgendwie kurz vor Master. Wenn man sich mit denen unterhält, wie viel habt ihr denn wirklich mal konkret zum Bereich Digitalisierung gemacht in eurem Studium? Dann ist das erschreckend, wenn man im Jahr 2023, aber auch 2022 hört, wie wenig das Teil ist. Das heißt, ja, für das, was jetzt gerade ist, zu gucken, im Betrieb die Leute, aber es muss ganz klar sein, dass gerade im Studiumbereich deutlich mehr einfach in dem Bereich auch irgendwie gelehrt wird, weil wir sozusagen die Grundvoraussetzungen zumindest in den nächsten Jahrzehnten einfach voraussetzen müssen. Also ich glaube, es muss eine größere Normalität geben, die Digitalisierung, die wir haben, als einen selbstverständlichen Bestandteil von Lernen einzuordnen. Aber ich werde nicht sowas machen können wie, ich hake mal ab, ich habe also gelernt, eine E-Mail zu schreiben, um das jetzt ganz platt zu machen, weil das bewegt sich zu schnell. Also da kann ich nicht so, irgendjemand hat den Begriff geprägt, digitales Seepferdchen machen und dann ist der Haken dran. Also das wird immer sein, dass sich das weiterentwickelt. Aber dieses, ich bin voll bei dir, als eine normale Sache einzubeziehen in den Lernprozess, ja. Und dafür brauchen wir auch Lernformate, die wir an vielen Stellen noch nicht haben. Also das ist ja sozusagen nicht so, ich probiere das aus und passe das dann an, sondern ich probiere das aus, tausche mich mit anderen darüber aus, was bei denen auch nicht geklappt hat. Wir versuchen gemeinsam rauszukriegen, was wir verändern können, machen Erfahrungsaustausch, machen Materialaustausch und sowas. Das sind ja, Achtung, nachhaltige Bildungsformate. Das ist, glaube ich, total hilfreich, weil das ist nicht nur ein Mittel, um dieses Digitalisierungstransformationsproblem zu lösen, sondern insgesamt was wir gesellschaftlich brauchen, dass wir ganz viel ja an Lösungen herausfinden müssen. Es ist ja nicht so, dass das Problem, wie retten wir diesen Planeten, irgendwo sozusagen jemand hat da den Masterplan und müsste das nur ausrollen, wir alle übernehmen dieses Wissen, sondern an ganz vielen Stellen sind wir halt aufgefordert, dieses Wissen zu entwickeln und dieses Lernen und Handeln miteinander verwoben zu machen. Und diese Lernformate dafür, das sind, glaube ich, ganz entscheidende Punkte. Es gibt hier noch einige Fragen, die ganz konkret danach fragen, wie man jetzt solche guten Lernangebote, über die wir ja manchmal jetzt viel auch abstrakt gesprochen haben, tatsächlich gestaltet. Diese Fragen würde ich in den Spatial Chat verschieben, damit wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit mit dazu nehmen. Alle, die das interessiert, da noch tiefer reinzugehen, wann lohnen sich analoge Veranstaltungen, wann, wie gestaltet man digitale Lernkonzepte zusammen mit dann Präsenz, das am besten im Nachgang. Alle drei, hat Katrin ja gesagt, sind am Ende noch auf Spatial Chat, also ein anderes Online-Tool, wo man sich vernetzen kann, diskutieren kann und da führen wir dann diese Diskussion weiter und jetzt nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit noch mit rein zum Thema digitale Bildung. Jetzt kann man Nachhaltigkeit auf vielen verschiedenen Ebenen sich angucken. Wir haben mal so drei im Vorhinein uns angeschaut und ich würde gerne wissen, welche dieser drei spielt denn in eurer jeweiligen Arbeit eine besondere Rolle oder alle drei gleich?
oder was ist da besonders wichtig, welcher Aspekt? Also Nachhaltigkeit im Lernprozess, dass Wissen wirklich auch nachhaltig verinnerlicht wird und dieser ganze Lernprozess nicht punktuell einmal da war und dann ist es vorbei, sondern nachhaltig gelernt wird. Oder zweitens ökologische Nachhaltigkeit, Ressourcen schonen, haben wir jetzt ja auch schon öfter gestriffen. Ist das der Nachhaltigkeitsaspekt, der bei euch eine besondere Rolle spielt? Oder drei, Nachhaltigkeit in der Kommunikation, auch Dokumentation haben wir ja auch schon gestriffen, wie man dann auch ja, Bildung in der Kommunikation weiterverbreiten und nachhaltig verfügbar machen kann. Welcher dieser drei Nachhaltigkeitsaspekte ist denn für eure Arbeit wichtig? Wer möchte starten? Also genau, vielleicht dann starte ich. Also ich habe ja neben den vielen Dingen, die du am Anfang schon gesagt hast, arbeite ich ja zusätzlich noch bei einer großen Bildungs-App in Deutschland. Und da ist natürlich irgendwie aus beruflicher Perspektive bei uns ein ganz großes Thema die Frage, wie können wir Lernprozesse gestalten? Wie können wir sicherstellen, wenn junge Menschen mit uns lernen, dass sie das eben nicht nur sozusagen abarbeiten, wenn sie dann die Klausur haben und am Ende vergessen sie das. Und ich glaube, dass das eine ganz große Frage ist. Wir haben ja auch so große Themen bei Gamification ist ja ein ganz großes Thema irgendwie auch im digitalen Lernbereich, wo man vorsichtig sein muss, dass man eben nicht dahin kommt, dass sozusagen Menschen nur noch lernen für Prüfungen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Das gab es, glaube ich, auch schon deutlich vor digitaler Zeit, weil man dieses sozusagen für Tag X lernen und ab dem Moment, wo man aus der Klausur oder aus dem Test raus ist, ist das vorbei. Und ich glaube, dass das auch eine ganz große Herausforderung von digitaler Bildung sein wird. Wie können wir sicherstellen, dass wir in diesen Lernformaten, diesen Lernwegen einfach junge Leute nicht nur dafür bekommen, dass sie das lernen, um es wieder zu vergessen. Ja. Also ich würde tatsächlich sagen, dass bei mir alle drei Sachen relevant sind. Darum muss ich auch ein bisschen grinsen. Naja, also das ist immer schwierig, weil es natürlich immer unterschiedlich ist, je nachdem, an was man jetzt gerade arbeitet. Aber ich würde sagen, dieses, wie gestaltet man nachhaltige Lernprozesse, die nicht jetzt direkt verpuffen, das ist natürlich immer da, wenn man ein Bildungsangebot konzipiert. Und bei mir sind da so diese Schlagpunkte, dass ich das wichtig finde, dass Menschen sich miteinander austauschen können, weil gerade daraus können aus meiner Sicht so kleine Keime entstehen, wo dann auch in irgendeiner Form mehr wachsen kann. Ich finde es wichtig, dass Sachen offen gestaltet werden und dann auch weiter nutzbar sind. Das ist für mich ein maßgeblicher Aspekt, also auch in meiner eigenen Arbeit, dass ich nicht irgendwie für die Schublade oder dann eben für einen Workshop mit 20 Menschen arbeite, sondern dass eben potenziell noch viel, viel andere mehr Menschen damit erstens das auch konsumieren können, aber das auch aufgreifen können und das weiter nutzen können. Also das gehört ganz unbedingt dazu. Und dann diese direkte ökologische Nachhaltigkeit, also das sind ja oft so technische Sachen, dass man sich eben die Frage stellen kann, wie mache ich meine eigene Webseite, ist die grün gehostet? Das sind ja oft so ganz banal Sachen. Oder gucke ich, dass ich auf Tracking verzichte, weil Tracking jetzt einfach mit dazugehört, wo man sagen kann, also muss jetzt tatsächlich ja nicht sein, macht eher auch das Bildungsangebot schlechter und also ne, hat eine ganz große Rechenleistung, die da in irgendeiner Form mitverbraucht wird. Das sind dann so technische Sachen, wo ich sagen würde, das kann man sich angucken, aber das ist, glaube ich, eher so punktuell, dass das wichtig ist. So, und dann haben wir den dritten Bereich, die digitale Kommunikation, da finde ich, geht es ja insgesamt darum, wie stellen wir uns dieses Internet vor und wie bringen wir uns da auch als Menschen ein, die in diesem Internet reden können. Und da haben wir jetzt ja sehr viel in den letzten Monaten darüber diskutiert, was ist das Fediverse, also Mastodon als Software zum Beispiel für eine Möglichkeit, um tatsächlich nachhaltig miteinander zu kommunizieren, weil die Kommunikation nicht in irgendwelchen Silos stattfindet, die getrennt voneinander sind, wo man sich vielleicht auch nicht wirklich vernetzen kann und wo es einem einfach vom einen Tag auf den anderen passieren kann, dass das Geschäftsmodell, die Geschäftsstrategie geändert wird und alles, was man da aufgebaut hat, in irgendeiner Form kaputt ist. Also in diesem Sinne, die nachhaltige Kommunikation so zu versuchen zu sagen, wir gestalten dieses Internet so und ich bringe mich in dieses Internet so ein, dass man selbst die Hoheit über Inhalte, Daten, Tools hat. Das sind so alle drei Aspekte im Schnelldurchlauf. Ja, danke für den Überblick. Wo bist du unterwegs, hauptsächlich, Jürgen? Also es ist auch ja gemischt Warenladen und miteinander verbunden. Also ich baue mal den Pfad aus, den Nele gelegt hat mit der Offenheit, weil da habe ich, glaube ich, viel auch für meine Arbeit gelernt von Nachhaltigkeitsansätzen, also sowas wie Ansätze von Reuse, Repair, Recycle auf Bildungsangebote zu übertragen, was ja
vielleicht gar nicht am Anfang ganz so offensichtlich war, weil wir eben immer einfach sehr stark in den Dingen denken, die wir sehen, und Bildungsangebote sind irgendwie so unsichtbar oder schwerer zu greifen. Aber so wie Nele gesagt hat, wenn man das sozusagen dann offen denkt, dass man sich von Anfang an denkt, ich mache ein Bildungsangebot, das andere Leute später auch noch nutzen können, in einem Kontext, den ich mir jetzt nicht mal mehr ausdenken könnte vorher, weil die werden später auf ganz andere Sachen kommen, dass ich das den Leuten auch erlaube, das technisch so aufbereite, dass sie es machen können, dass ich selber gucke, kann ich schon was nachnutzen, was schon da ist, das ist tatsächlich, wenn man das konsequenter sich anschaut, tatsächlich relativ revolutionär, weil bisher war es eigentlich der umgekehrte Ansatz. Also wir haben ja auch rechtliche Rahmenbedingungen, die zum Beispiel sagen, erstmal darf ich das nicht kopieren, was irgendwo da ist, wenn ich nicht eine Erlaubnis dafür habe. Und das scheint mir im Bildungsbereich tatsächlich jetzt deutlich stärker relevant zu werden durch die Digitalisierung, um den Pfad jetzt wieder mit reinzunehmen, weil tatsächlich plötzlich ist viel einfacher zu sagen, ich habe beim Suchen einen Text gefunden, der mir hier total hilfreich wäre. Und in der analogen Graubereichzeit war so die Frage, kann ich das jetzt auf dem Kopierer legen oder wie war das nochmal mit diesen Regeln für Kopieren? Egal, kann ich einfach machen. im digitalen Feld ist es eben ein bisschen schwieriger und es sorgt dann dafür, dass entweder Leute vorsichtiger sind, weil sie sind irgendwie verunsichert, oder sie machen das irgendwie in geschützten Bereichen, damit sie da irgendwie noch einen Schutzraum haben, wo irgendwie nichts passieren kann, oder sie machen es sehr zurückhaltend. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, möglichst viel aus den Ressourcen, Lernangebote sind ja auch Ressourcen, möglichst rauszuholen, möglichst die Ressourcen schon zu nutzen. Mhm. Ressourcen schon ist auch so defensiv, ne? Es passieren auch einfach ja die großartigsten Sachen da draus plötzlich, wenn ich mir angucke, weil Nele, die ja irgendwie alles immer überall offen sehr ausführlich bereitstellt, was da für Sachen draus passieren, ist ja tatsächlich irgendwie jetzt nicht nur so, dass da irgendwie sozusagen defensiv was Ressourcen schon genutzt wurde, sondern es ist ein, wie diese Pflanze, die wir im Intro gesehen haben, irgendwie, dass da irgendwas ganz Neues draus wächst. Wenn man den Samen für sich behält, dann passiert halt auch nichts damit. Ich will einmal kurz Richtung Teilnehmende gucken. Jetzt haben wir mal alle drei Bereiche der Nachhaltigkeit aufgemacht. Stellt gerne Fragen dort, wo euch es noch tiefer interessiert. Ich würde jetzt einfach gleich mal in einen einsteigen und auch so ein bisschen alle nochmal entlang gehen. Aber wäre natürlich spannend zu wissen, wo wir nochmal tiefer nachbohren können oder wo ihr noch Fragen habt, zu welchem Nachhaltigkeitsbereich im Bezug auf digitale Bildung. Also legt gerne los, Tweetback, Link ist bestimmt, wird nochmal in den Chat geteilt und sonst der gleiche Link wie vorher. Nachhaltiger Lernprozess. Dario, du hast gesagt, das beschäftigt dich vor allem auch viel und du bist auch beteiligt an einer App und du hast vorher auch das Schlagwort künstliche Intelligenz und ChatGPT reingebracht. Deswegen an dich die Frage, wie gestaltet man dann jetzt nachhaltige Lernprozesse besonders gut? Das ist die große Frage, die natürlich irgendwie nicht, wo es nicht die eine Antwort gibt, aber ich glaube, es ist vor allem auch noch eine viel größere Herausforderung, weil das sozusagen das Sahnehäubchen, also noch zu schaffen, dass das, was gelernt wird, auch noch wirklich behalten wird. Die viel größere Frage, glaube ich, gerade in der digitalen Welt und das auch ganz auf mich selber bezogen ist, wie können wir es eigentlich schaffen, auch gerade bei jungen Leuten überhaupt sie dafür immer mehr noch zu bekommen, dass sie lernen, weil das ein ganz große Herausforderung ist, junge Leute gerade auch durch Digitalisierung gar nicht negativ, aber natürlich irgendwie überall stattfinden wollen. Es ist sehr viel Ablenkungspotenzial und daher natürlich die große Frage auch in allererster Linie ist, wie schaffen wir es eigentlich, junge Leute immer noch irgendwie bei Stange zu halten, irgendwie auf gut Deutsch. Ich glaube, dass auch gerade durch ChatGPT, da gab es ja in den letzten Wochen so die großen Fragen, brauchen wir jetzt keine Prüfung mehr und. Wenn ich mir die Antworten von ChatGPT angucke, dann glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall noch Prüfungen, weil viele dieser Dinge auch nicht so ganz richtig sind. Aber es ist natürlich schon die Frage, also wie können wir in einer digitalen Welt immer noch junge Leute, die vielleicht denken, sie müssten nichts mehr lernen, auch dazu befähigen, weil sicherlich ist vielen jetzt nicht so bewusst, wie wichtig das auch ist, aber gerade auch in einem Umgang mit KI wird es enorm wichtig sein, dass jeder in der Lage ist, Sachen zu hinterfragen, und das ehrlicherweise kommt nur davon durch Wissen. Also du kannst Sachen nicht hinterfragen, wenn du nicht den Horizont hast zu wissen, wo stelle ich mal kritische Fragen, und deswegen glaube ich, ist es noch viel wichtiger geworden, diese Fähigkeiten zu lehren, als es auch ohnehin schon vorher war. Also nicht nur die Frage, muss man überhaupt noch was lernen, sondern was muss man noch langfristig lernen und was auch nicht, weil man, ich habe noch einen Orientierungssinn, aber auch durch Google haben wir ja, haben viele weniger Straßenkenntnisse noch, weil man das einfach nachgucken kann, oder auch, kann man ja noch weiter zurückgehen, mit dem Taschenrechner haben sich Mathe-Klausuren verändert. Wie verändert sich jetzt das Wissen, das noch
nachhaltig gelernt werden muss und das Wissen, wo man sagen muss, wichtig zu wissen, aber kann man auch nachgucken und kann man auch die künstliche Intelligenz fragen. Ja, Joran. Ich würde gerne noch ergänzen. Ja. Ergänzen ist das neue Streiten. dass wir bei den jüngeren Menschen das ja irgendwie noch ein bisschen auf dem Zettel haben, gesellschaftlich so, mit dem irgendwie, dass die weiter lernen können. Aber wir brauchen, glaube ich, gerade in der politischen Bildung noch viel mehr Bewusstsein. Die politischen Bilderinnen natürlich irgendwie nicht, aber alle anderen draußen müssen auch überzeugt werden, wie wichtig das für die Erwachsenen ist. Weil die ganz großen Fragen haben die Erwachsenen ja auch nie gelernt. Ne? Also die Erwachsenen haben nicht gelernt, wie sie zum Beispiel zusammen mit einer KI arbeiten und irgendwie plötzlich stellt sich die Frage jetzt. Die haben nie gelernt, wie man diesen Planeten rettet. Die haben nie gelernt, wie man neue Lernformate macht, indem man erst Sachen rauskriegen muss und nicht nur einfach Wissen übernehmen muss und so weiter. Also jetzt zugespitzt natürlich, wir haben ein bisschen was gelernt, aber sie haben da keinen Lernvorsprung, besonders gegenüber irgendwie der nachwachsenden Generation. Und das, glaube ich, ist sogar noch die schwierigere Aufgabe, das Verständnis von Lernen für die Erwachsenen in unserer Gesellschaft noch viel breiter zu ziehen. Weil wenn wir von Lernen der Erwachsenen reden, dann ist es so ein relativ banaler Qualifizierungsansatz. Ne? Du musst jetzt lernen, wie du die ChatGPT-Maschine bedienst. So, ne? Aber das ist ja nicht das Schwierige. Das Schwierige ist zu sagen, wie mache ich denn die Arbeitsteilung zwischen dem, was die Maschine macht und dem, was ich machen kann. Ich würde sagen, für einen nachhaltigen Lernprozess ist sogar noch eine andere Frage wichtiger. Ich versuche mir auch ein bisschen zu streiten. Nämlich die Frage überhaupt, was ist mein Anliegen mit diesem ganzen Ding? Und ich finde, wenn Menschen nicht rangehen an die Welt, an die Gesellschaft, an ihr Umfeld, dass sie sagen, ich habe hier ein Anliegen und dieses Anliegen verfolge ich, dann kann ich, glaube ich, als Referierende, als Lehrende, als Dozentin, wie ich mich auch immer bezeichnen will, relativ wenig ausrichten, sondern ich muss tatsächlich erstmal gucken, dass das stattfinden kann. Da habe ich auch noch nicht die Lösung. Wie klappt es, dass Menschen ihr Ding finden, so, wo sie sich dafür einsetzen wollen? Aber wenn das da ist, dann finde ich, kann man das unterstützen, kann man das begleiten, kann man Räume zur Verfügung stellen, wo die Menschen sich miteinander austauschen, wo sie darüber streiten. Aber überhaupt dieses erstmal zu haben, und ich glaube, was ganz wichtig da dazugehört, ist sowas wie Selbstwirksamkeit. Also ich habe den Eindruck, ich als Person kann mich einbringen und es macht einen Unterschied mit dem, was ich mache. Und das ist für mich so der Knackpunkt, was man hinkriegen muss, damit wirkungsvolle Lernprozesse funktionieren. Mhm. Dario, du hast vorher ganz am Anfang gesagt, du lernst gerade für dein Studium mit ChatGPT. Da würde ich gerne wissen, was bedeutet das? Genau deswegen habe ich auch gesagt, wie wichtig das ist, weil das ist, glaube ich, die große Gefahr. Weil gerade bei KI, auch jetzt ChatGPT, und das wird natürlich der Anfang von KI sein, klingt per se erstmal an alle Antworten schlüssig. Und ich lerne gerade für Völkerrecht, das ist meine nächste Klausur, die übermorgen ansteht. Und viele dieser Dinge, die ich dann lese, habe ich dann irgendwie nochmal, wie gesagt, Fragen gestellt und die Antworten klingen immer schlüssig. Wenn man dann aber selbst mal sozusagen ins Analoge oder auch selbst im Digitalen sozusagen da meine Lehrbücher nachliest, dann sind viele dieser Dinge einfach fehlerbehaftet. Und da ist es eben super wichtig, oder das ist so meine Erkenntnis gewesen, nicht, das hat ja nichts mit Faulheit zu tun, aber nicht nur sich darauf zu verlassen, nur weil das jetzt klug klingt, ist das auch wahr. Und ich glaube, weil wir auch über Kompetenzen geredet haben, digitale Medienkompetenzen waren ohnehin schon immer unterrepräsentiert, gerade in der Bildung, vor allem auch nicht nur bei Jungen, sondern auch bei Alten, also gerade politische Bildung, wenn wir uns anschauen, Fake News, wie werden Kampagnen gemacht, politische Kampagnen, vieles davon basiert eben mittlerweile im digitalen Netz, also nicht ohne Grund werden Wahlen immer mehr, glaube ich, im Digitalen auch entschieden, deswegen ist es enorm wichtig, Jung und Alt da zu schulen. Ich glaube, dass vor allem aber auch bei meiner Generation und sozusagen die kommenden Generationen super wichtig ist, nochmal immer mehr zu unterscheiden, was ist wahr und was nicht, weil das gerade durch KI immer schwieriger sein wird, meine Prognose wirklich zu unterscheiden, weil klug klingt es aktuell allemal. Da gucke ich mal, was wir online für eine Frage reinbekommen haben, weil die dazu sehr gut passt, auch auf das Thema Erwachsene. Die Frage ist, wie werde ich bei der Gestaltung digitaler Bildungskonzepte denjenigen gerecht, die nicht die dafür notwendigen digitalen Kompetenzen verfügen, weil es ja, du hast gesagt, die wissen, also die brauchen die gleichen neuen Kompetenzen, wie auch junge Leute lernen müssen, aber gleichzeitig sind sie noch nicht in der digitalen Welt aufgewachsen, was ja junge Menschen sind. Wie kann man also diese Zielgruppe adäquat abholen? Also ich glaube, da passt das, was wir vorher gesprochen haben mit dieser Verzahnung von analog und digital. Womit ich tatsächlich gute Erfahrungen mache, ist, dass man sagt, man trifft sich vor Ort
und man nutzt die Zeit und sagt, lasst uns hier mal gemeinsam, also rumspielen, klingt jetzt blöd, aber tatsächlich einfach sagen, wir haben hier mal ein Tool, kommt da mal hin, probiert mal aus, was damit möglich ist, dann kann man sprechen mit rechts und links und ausprobieren und daraus dann versuchen, überhaupt erstmal diese Scheu zu verlieren, was kann ich damit machen, Hilfe, ich habe Angst, dass irgendwas kaputt geht. Das klappt, glaube ich, tatsächlich im gemeinsamen Ausprobieren und im gemeinsamen Tun. Ich glaube, was in so Bildungsinstitutionen bis hin zur politischen Ebene total schwer zu akzeptieren ist, ist, dass das sozusagen Lernaufwand braucht. Wenn ich irgendwie sage, ich habe eine zweitägige oder eine zweistündige Maßnahme, Veranstaltung, was auch immer, dann muss ich halt irgendwie sagen, ein gewisser Aufwand davon muss in die Metaebene gehen, dass ich zum Beispiel das Tool bedienen kann oder sowas. Und das ist sozusagen jetzt eine Cognitive Load Theory übertragen auf so eine ganz banale Ebene. Wie viel Aufwand kann ich in welches Lernen stecken? In der fantastischen pädagogischen Welt irgendwie will ich natürlich, dass das aufeinander einzahlt und synergetisch funktioniert. Aber de facto muss ich erstmal sagen, okay, jemand, der das irgendwie, weiß ich nicht so super Zoom-affin unterwegs ist, braucht einen Teil seiner Aufmerksamkeit und vielleicht auch seiner Emotionen, damit klarzukommen und da sozusagen das zu lernen. Und das ist, glaube ich, so der erste und schon entscheidende Schritt, dass man das akzeptiert. Und dann muss man das auch in die Gestaltung des Lernangebots reinnehmen, indem man zum Beispiel immer sagt, ich orientiere mich jetzt mal zumindest irgendwie so an denen, die eher wenig wissen, wenn ich hier irgendwie was erkläre, und erkläre immer einmal mehr, auch wenn ich immer Gefahr irgendwie laufe, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich was moderiere oder sowas, denke ich, ja, das haben die meisten Leute jetzt schon 20 Mal gehört, aber trotzdem ist es vielleicht doch sinnvoll, darauf hinzuweisen, irgendwie, wie funktioniert das genau, das nochmal vorzumachen. Das sind pädagogisch dann auch relativ einfache Sachen, quasi Modeling oder sowas, so, ne? Wie mache ich das, so dass man das nachmachen kann? Und manchmal dann auch einfach Sachen zusätzlich anzubieten, dass man zum Beispiel sagt, irgendwie, okay, wer vorher eine Einführung in wie funktioniert das haben will, kommt eine halbe Stunde früher, ob es jetzt nur online ist oder sowas. Wenn man die Möglichkeit hat, was präsent zu machen, Königsklasse. Das war auch so eine Anschlussfrage darauf noch, dass nämlich so als Plädoyer war, es geht auch so eine Gruppe zu haben, die unterschiedliche digitale Kompetenzen schon hat, auf alle gleichzeitig einzugehen. Das muss jetzt nicht sein, aber die müssen alle schon gleiche digitale Kompetenzen haben, um damit arbeiten zu können, sondern im Zweifel mehr erklären oder Vorangebote zu machen für die noch was sich da sicherer fühlen wollen und die es nicht brauchen können, sich das schenken lassen. Genau, das war eine Frage, die wir hiermit schon beantworten. Genau, kann man noch einen Anschluss da dran machen, wenn ich kurz darf. Also auch da ist, glaube ich, dieses man bringt sich das gegenseitig bei, eine total gute Sache. Also dann muss ich auch nicht vorne stehen und sagen, so, jetzt klicken wir hier und die Hälfte der Gruppe oder sogar drei Viertel ist total gelangweilt, sondern ich sage, jetzt schaut euch einmal um im Raum und packt euch mal zusammen und guckt, dass alle das jetzt packen, hier diese Menti-Umfrage zu lösen, und schaut euch um, ob irgendjemand hier noch nicht zurechtkommt. Und dann kann man sich gegenseitig unterstützen und sagen, na, guck doch mal hier und tipp hier, und dann nimmt man eigentlich schon auch alle mit. Sprung zur ökologischen Nachhaltigkeit in der digitalen Bildung. Ich habe das vorher schon mal rausgehört, es ist mehr als Energiesparen und Papiersparen. Wenn es mehr ist, was ist es denn dann? Was ist es? Was ist noch ökologische Nachhaltigkeit der digitalen Bildung, außer Strom zu sparen und Papier zu sparen? Ich mache mal das Langweiligste, das ist tatsächlich irgendwie, dass Leute irgendwo hinfahren. Also das ist wirklich eine Sache, die wir neu austarieren müssen. Und wenn wir uns schon damit beschäftigen, finde ich es bisher auch viel zu defensiv, so im Sinne von, müssen wir uns denn wirklich treffen? Die wirkliche Frage ist doch, warum ist es wertvoll, sich zu treffen? Und ich habe den Eindruck, dass Leute, die im Digitalen schon länger unterwegs sind, ohne dass sie besondere Nachhaltigkeitsbrille aufhaben, da schon viel bessere Antworten drauf haben. Weil beispielsweise, weiß ich nicht, Leute, die zum Beispiel bei den jährlichen Veranstaltungen vom Chaos Computer Club treffen, wissen seit 20, 30 Jahren, wie wertvoll es ist, dass sie sich in real life treffen. Und irgendwie auch wissen es auch ungefähr, wofür das sozusagen ist. Und Leute, die in diesen Diskurs neu reinkommen, habe ich oft dann gesagt, ja, ach so, diese Computerleute, dass die sich überhaupt in echt treffen. Sowas, ne? Aber es liegt daran, dass die sozusagen schon einen Erfahrungsvorsprung haben, warum das wertvoll ist und wofür das wertvoll ist. Und ich denke, da kann man sich viel von abgucken, wenn man sich so überlegt, irgendwie, wofür treffen wir uns mit all dem, was damit verbunden ist. Ich habe auch eine Frage an euch als Experten, die ihr seid, die sich in diesen ganzen Diskursen um Bildungsangebote und digitale Bildung beschäftigen.
Inwiefern ist denn ökologische Nachhaltigkeit, also ökologische Nachhaltigkeit, riesengroßes gesellschaftliches Thema, digitale Bildung auch ein riesengroßes Thema, aber eine ökologische Nachhaltigkeit in der Bildung, ist das überhaupt was, was so heiß diskutiert wird? Oder ist es unterschätzt oder ist es vielleicht gar nicht der wichtigste Punkt gerade, wo wir in der Debatte stehen? Also mich würde überhaupt mal interessieren, inwiefern ökologische Nachhaltigkeit so heiß ist. Genau, es gibt ja schon das ganz große Themenfeld Bildung für nachhaltige Entwicklung, wo das natürlich ein Riesenthema ist. Und was ich schon feststelle, ist, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung ja auch viel, viel mehr ist, als einfach zu lernen über Nachhaltigkeit. Mhm. Also nur, wie funktioniert das, was passiert da beim Klimawandel oder ähnliches, ist ja nur ein Teil. Sondern sehr, sehr viel davon ist ja tatsächlich, dass man versucht, Menschen zu ermächtigen, sich ein Thema zu wählen, selbst wirksam zu werden, das mit anderen gemeinsam auszuarbeiten. Und da sehe ich eine sehr, sehr große Schnittstelle von Menschen, die versuchen, digitale Bildung in einem Sinne voranzubringen, die auch genau darauf setzt, dass wir sagen, wir brauchen jetzt eben nicht mehr diesen klassischen Frontalunterricht, sondern wir sehen diese digitalen Möglichkeiten gerade als eine Möglichkeit, um auch mehr Projektunterricht oder Ähnliches voranzubringen. Also da finde ich, ist großes Potenzial, diese Bildung für nachhaltige Entwicklung Community zusammen mit der digitalen Bildungscommunity dazu was Größerem und Guterem, also Besseren eigentlich zu bringen. Und ob das jetzt ein heißes Thema ist, ist ja immer schwierig. Also in meiner Filterblase ist es total wichtiges und relevantes Thema und gefühlt alle reden darüber. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich oder die gesamte Bildungsdebatte betrachtet, ist es das sicherlich nicht. So. Wie ist das in deinen bildungspolitischen Gremien? Ja, das große Problem ist natürlich, dass wir, dass es so viele verschiedene Themen gibt. Also wir haben irgendwie die eine Gruppe, die sagen, wir müssen viel mehr im MINT-Bereich machen, gerade Informatik. Wir als irgendwie Deutschland, wo wirtschaftlich irgendwie ganz vieles auf eben auf Innovation basiert, wir müssen das deutlich mehr stärken, deutlich klügere Köpfe in dem Bereich. Dann gibt es die anderen, die sagen, also zu Recht übrigens alle Bereiche, aber dann sagen die anderen Bereiche, politische Bildung ist enorm wichtig, Demokratie, das ist der Grundstein unseres Landes. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute befähigt sind. Dann gibt es natürlich den Aspekt Klimawandel, ne? Also wir müssen irgendwie die jungen Leute dazu befähigen, dass sie wissen, wie enorm urgent, also wichtig das gerade ist. Das sind so verschiedene Bereiche und ich glaube, dass man irgendwie sich in der Mitte ehrlicherweise treffen muss, weil wir sonst, ich glaube, es ist schwer, es aufzuwerten, zu sagen, was ist jetzt wichtiger als das andere, weil ich sehe bei allen eine ganz große Wichtigkeit. Ein Punkt, relativ runtergebrochen, der mir aber, glaube ich, wo Digitalisierung an ihre Grenzen stößt, gerade wenn wir über Ökologie und auch die Frage von Klimawandel und sowas reden, dann ist es die Frage, wie kann man sozusagen das abbilden. Und wie gesagt, mein Bereich ist Schule und ich glaube, dass ein ganz großer Bereich oder ganz großes Thema ist, Dinge auch zu sehen, also Dinge anzufassen, Dinge zu erleben. Und das ist Stand jetzt, ich lasse mich überraschen in einigen Jahrzehnten, wie dann der Stand ist, aber Stand jetzt, die Wirklichkeit abzubilden, Dinge anzufassen, gerade für junge Menschen, das kann es noch nicht ersetzen. Und im Sommer jetzt zu Flüssen zu gehen oder zu anderen sozusagen Gewässern, die völlig ausgetrocknet sind und zu sagen, hey, das hat damit zu tun, dass es einfach wärmer wird, das sind so Sachen, die kann Digitalisierung dann noch nicht ersetzen. Ich glaube, dass man da dann auch schauen muss, was ist wichtig, dass man sozusagen auch einfach erleben muss und wo kann Digitalisierung ersetzen und wo aber auch nicht. Ich nehme hier eine Frage vom Bildschirm, die ich super zu Joran spielen kann, weil du sagtest, das ist ein Punkt, ist ja auch persönliche Treffen und wenn man sich genauer überlegt, ist es notwendig, dass wir irgendwo hinreisen, um an einem Ort zusammenzukommen. Und die Frage ist, kann man denn auch persönliche Kontakte überhaupt digital aufbauen oder muss man für persönliche Kontakte immer Präsenz mitdenken? Oder hast du mal die Erfahrung gemacht, dass auch über Digitales alleine die Verbindung von einer Gemeinschaft oder einer Gruppe hergestellt werden konnte? Ja. Wie? Also, ich überlege gerade, ob Nele als Beispiel taugt, weil ich nicht weiß, wann wir uns das erste Mal in echt getroffen haben. Aber das ist schon zuerst digital. Ja, weil ich glaube, es ist so ein Phänomen, dass über digitale Netzwerke, also nehmen wir jetzt mal prototypisch Twitter, ganz viele kleine lose Verbindungen entstehen. Und das sind eine, die übrigens gerade im Bildungsbereich, gerade in der politischen Bildung, glaube ich, immer massiv unterschätzt werden. Haben wir irgendwie so eine romantische Einstellung, dass es doch immer gleich intensive Bindungen sein müssen. Aber alles, was im Leben irgendwie, nicht alles, okay. Also die kleinen Verbindungen halte ich für wichtig. Und das habe ich ganz häufig gehabt, dass ich dann irgendwo bei Präsenzveranstaltungen Leute getroffen habe und gesagt habe, haben wir uns schon jemals in Präsenz getroffen? Und dann, also wirklich der Standard war,
Weiß ich auch nicht ganz genau, weil man kannte sich sozusagen schon auf einem gewissen Grad da drauf. Und dadurch war es viel leichter, in Präsenz darauf aufzubauen und anzuschließen, weil man hatte überhaupt keine Vorlaufphase oder sowas. Man wusste irgendwie, wer ist das, was macht die Person. Man hatte auch ein Gefühl für die Person. Natürlich gibt es da noch Überraschungen in Präsenz. Und insofern ist das natürlich total aufeinander einzahlend. Aber ich glaube tatsächlich, an diesen Beispielen habe ich zumindest gelernt, dass es nicht so ganz entscheidend ist, woher es kommt oder ich will damit nicht bezweifeln, dass es total hilfreich für miteinander ist, wenn man miteinander an einem Tisch sitzt und so weiter. Aber ich würde die Reihenfolge zumindest nicht so sehen. Ich würde da noch ergänzen, gar nicht streiten, wirklich nur ergänzen, dass es, glaube ich, vor allen Dingen für die Menschen gilt, die sehr viel digital auch aktiv sind. Also ich habe auch Menschen, die habe ich jetzt vielleicht wirklich einmal getroffen, aber weiß wirklich genau, was die arbeiten, habe viel von ihnen gelesen, bin mit ihnen vernetzt über unterschiedliche soziale Plattformen. Und da fühle ich schon sowas, wir spielen hier in einem Team und bringen was gemeinsam voran, so wie man das wahrscheinlich ansonsten nur denken würde. Dazu müssen wir auch mal Präsenz uns vor Ort auch wirklich getroffen haben. Aber ich würde denken, wenn das nicht in so einem Ausmaß wäre und ich arbeite jetzt tatsächlich einfach sehr viel digital und bin sehr viel online, dann würde das wahrscheinlich nicht klappen und dann braucht man dann doch dieses vor Ort. Morgen werden wir das auch ausprobieren. Wir haben sehr viele, ich moderiere ja auch morgen den Tag, deswegen kann ich da auch schon einen kleinen Ausblick drauf geben. Da haben wir viele kleine Interaktionen, wo es auch darum geht, Leute kennenzulernen digital, auch wenn wir sehr viele in einem Raum sein werden, immer wieder, wo man zusammenkommt und auch im Nachgang der Spatial Chat ist genau dafür da, sich nochmal zu vernetzen und zu unterhalten und vielleicht Kontakte auch mit euch zu knüpfen und sich kennenzulernen. Dafür, wir können das jetzt sehr gut nutzen, um auf den dritten Aspekt einzugehen, die Nachhaltigkeit, nämlich in der Kommunikation. Ihr seid ja auch, jetzt klinge ich wie ein Boomer, so viel im Internet auch unterwegs. So. ist jetzt das Internet und die digitale Bildung kurzlebiger, weil das ist ja alles schneller, das versandet schneller. Ich habe eine große auf Twitter, ich habe da kommt jeden Tag Postings rein, Reels sind super kurz, alles versendet sich auch so. Ist das so, dass es in der digitalen Welt schwieriger ist oder sagt ihr, nee, es ist sogar einfacher, dort nachhaltig zu kommunizieren? Darf ich ein ganz konkretes Beispiel nehmen? Sehr gerne. Schön, weil Jöran auch hier sitzt. Und ich würde sagen, es ist ein sowohl als auch, weil natürlich, es rauscht erstmal durch, aber auf der anderen Seite, ich hatte schon eingangs erwähnt, dass ich dieses Barcamp organisiert habe zu Lernen mit KI und dieses Barcamp trug den Titel Ausbaldover-Camp. So, und das trug deshalb den Titel, weil Jöran vor über einem Jahr getwittert hatte, Ausbaldover-Camp wäre doch ein cooler Name für ein Thema, wo man sich neu an was annähert und dann darüber diskutieren will. So, dieser Tweet damals, ich habe da nicht mal damit interagiert, der ist einfach irgendwie durchgerauscht und war dann weg. Und jetzt stand ich davor und sagte, wir brauchen jetzt einen Namen für dieses Barcamp. Und dann sagte ich, na, stimmt, irgendwas war doch da. Und dann habe ich auch den Tweet wieder gefunden, mir fiel ein, stimmt, das war Ausbaldover-Camp und dann war das da. Also von dem her, man sieht es, glaube ich, ganz oft so direkt nicht, was man da so einpflanzt und was dann doch da ist und was das vielleicht auch bei einem selbst in dem Kopf macht. Da ist dann schon eine große Nachhaltigkeit da, auch wenn vielleicht so im Tagesgeschäft das erstmal so ist, platsch, das rutscht da durch meine Timeline und dann kommt schon das Nächste. Ich glaube, dass man passiv ganz viele Dinge mitnimmt. Ich habe das auch schon öfter gehabt, dass ich zum Beispiel Artikel, das ist natürlich auch eine Gefahr, wenn man sozusagen nur die Headlines liest und nicht den ganzen Artikel, aber ich habe das oft schon gehabt, dass ich irgendwie gerade bei Twitter irgendwie durchgegangen bin und irgendwie Tweets gesehen habe und dann habe ich irgendwie 2-3 Wochen später irgendwas anderes gesehen und habe gedacht, warte mal, da war ja irgendwas, das passte dazu und wenn ich Glück hatte, dann konnte ich mich sogar noch dran erinnern, wo das irgendwie herkam, habe dann gesucht und ich glaube, dass man viel mehr mit, gerade in der digitalen Welt, irgendwie viel mehr Dinge irgendwie unbewusst wahrnimmt oder so halbbewusst und gar nicht mehr, also gar nicht so dieses, sich aktiv wirklich damit auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich irgendwie auch eine große Chance. Natürlich auch ein großes Ding, weil du natürlich eine totale, ganz viel Reize auf dich irgendwie immer tagtäglich wirken. Und ich auch immer merke, es ist dann auch mal gesund sozusagen, dann auch mal einen Cut zu machen und nicht unterbewusst sich ganz viele Sachen irgendwie reinzuziehen, irgendwie auf gut Deutsch. Aber es hat natürlich einen ganz großen Vorteil oder einen ganz großen, irgendwie
Anreiz, ganz viele Dinge in sehr kurzer Zeit irgendwie wahrzunehmen. Aber, und das vielleicht noch als Ergänzung, gerade durch so Dinge wie TikTok oder sonst was, der Trend, Dinge auf das Minimalste zu verkürzen, ist natürlich, birgt natürlich auch Gefahren. Also natürlich ist es immer schwierig, gerade bei komplexen Dingen, sie auf so wenig Zeichen wie möglich, das ist natürlich bei Twitter auch, wenn ich irgendwas twitter, dann hast du natürlich die Zeichenbegrenzung und willst natürlich irgendwie so viel Message wie möglich rein, aber irgendwann sind die Zeichen weg. Und das ist einfach, das vereinfacht Dinge, aber manche Dinge sind einfach nicht einfach. Und das ist, glaube ich, das etwas, was man dann auch so ein bisschen lernen muss, damit umzugehen. Muss man denn immer zwangsläufig auf sozialen Medien unterwegs sein? Oder habt ihr auch andere Beispiele, wie man digitale Bildung nachhaltig kommunizieren und bereitstellen kann? Oder sind die sozialen Medien doch the place to be? Also, ich weiß nicht, ich glaube, also ich würde unterscheiden zwischen sozusagen einem didaktisierten Lernen und einem mehr oder weniger natürlichen Lernen oder vielleicht auch Lernen, das wir häufig gar nicht so nennen oder so wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das fast schon eine natürlichere Form ist, dass wir Sachen immer so nebenbei mitkriegen. Ne? Also wenn wir sagen, wie haben wir ganz entscheidende Sachen im Leben gelernt, keine Ahnung, Freundlichkeit oder sonst was. Ne? Das haben wir nicht gelernt, weil wir eine Woche Freundlichkeitstraining hatten, einen Freundlichkeitskurs, sondern weil wir das ganz viel offen mitgekriegt haben. Und das jetzt so irgendwie auf nicht ganz so eine allgemeine, aber so eine halb konkrete Ebene übertragen, würde ich auch sagen, sowas wie die schwachen Verbindungen zwischen Menschen gibt es auch zwischen Themen sozusagen. Dass ich einfach was mitkriege, dass irgendwie ein Thema ist und was dazugehört. Ja? Und zu einem Thema, wenn es nicht didaktisiert ist, ist ja irgendwie fast schon ein Gefühl für das Thema kriegen. Welche Personen sind damit, welche Themen, welche Klänge, welche Verbindungen bestehen da. Ne? Das ist ja auch ein Lernen. Und das passiert bei mir relativ viel auch über Social Media. Tatsächlich enorm viel über TikTok. Wo ich so sage, bei TikTok sehe ich richtig bei mir selber, wie sich so richtig über Monate oder sogar Jahre langsam was aufbaut, sozusagen, dass ich da irgendwie ein bisschen Verständnis von kriege. Auf der anderen Seite bei den didaktisierten Formen, das wäre dann auf jeden Fall auch nicht Social Media, da würde ich jetzt eher so die Gegenrede halten im Sinne von, da ist vieles nicht nachhaltig, weil die Logik von vielen Systemen, die wir haben, eher nicht nachhaltiges Lernen belohnt. Ne? Also digital lässt sich sehr gut so ein Format abbilden, wie halt Quiz mit eindeutigen Antworten oder sowas. Ne? Das belohnt sozusagen die digitale Umgebung. Dann solche Vereinfachungen, wo man sagen muss, ist das wirklich nachhaltig, was da passiert? Oder viel das Video, so Lernvideos oder sowas. Es gibt ja einen fantastischen kleinen Aufsatz, The Learning Illusion. Wir haben einfach nur mal gemessen, wenn die Leute mit Videos gelernt haben am Ende, was glauben sie, was sie gelernt haben, und das wurde dann abgefragt, und bei Videos glauben die Leute, dass sie total viel gelernt haben im Vergleich zu was sie wirklich nicht gelernt haben. Und das, glaube ich, ist tatsächlich ein Format oder eine nicht nachhaltige Form des Lernens, das im Digitalen belohnt wird sozusagen durch das Format. Aber ich würde sagen, es braucht auch auf jeden Fall, also neben diesen sozialen Plattformen, die ja dann für eine Kommunikation, für den Austausch in irgendeiner Form da sind, braucht es natürlich auch Stellen, also wenn wir vorher das Schlagwort Offenheit hatten, so, das habe ich da dann nicht unbedingt, wenn ich was twittere, aber ich kann natürlich auf Twitter hinweisen, dass ich einen Blogbeitrag geschrieben habe, und mit dem kann man sich dann auseinandersetzen, da kann ein Material sein, was dann auch Leute aufgreifen können, was sie weiter nutzen können, mit dem sie weiterarbeiten können, also da brauche ich schon, glaube ich, irgendwie beide Ebenen einfach. Ich würde zur Abschlussfrage kommen. Die Zeit ist verflogen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Und ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, irgendwie so ein Fazit wird dem Ganzen überhaupt gar nicht gerecht bei diesem Themenkomplex. Genau deswegen müssen wir müssen offen enden, auch weil das ja der Auftakt für die ganzen Diskussionen ist, die wir morgen noch, also die wir jetzt gleich noch im Spatial Chat weiterführen. Also bitte noch dabei bleiben. Wir erklären noch, wie man da hinkommt. Und wir auch die Diskussion morgen in der weiteren Fachtagung, in den Masterclasses, den Formatbörsen und alles, was wir da noch machen, auch beim Mittagessen weiterführen möchten. Deswegen in einem Satz eine Frage, eine offene Frage, wo man sagt, die lohnt sich zu diskutieren, die ist noch offen, die ist wichtig zum Thema nachhaltige digitale Bildung. Was ist eine Fragestellung, die ihr uns allen jetzt noch mitgeben wollt, die sich lohnt, weiter zu verfolgen?
Die beste Frage ist, was kann ich tun im Austausch mit anderen? Das war jetzt die einfachste Frage, aber ich glaube, das ist tatsächlich relevant, dass man sich das stellen kann, weil oft hat man ja gerade bei Digitalisierung so den Eindruck, da ist so viel einfach los und das ist alles so komplex, da kann ich jetzt eh nichts machen, das muss da irgendwie ganz groß geregelt werden. Und ich glaube doch, dass jede Person irgendwie anfangen kann. Also sei es jetzt, ich teile was offen, ich vernetze mich mit jemand anders, ich stelle irgendwo eine Nachfrage. Also da sind ja schon viele kleine Schritte, die erstmal möglich sind. Danke. Ja, schwierig, das in eine Frage zu stellen. Ich glaube natürlich die große Frage, weil das auch noch eine Frage, also immer mal wieder auch aufgeploppt ist, so die Frage eben Lehrer und so die Frage Digitalisierung, die große Frage, wie kann Digitalisierung oder was, inwieweit kann Digitalisierung Lehrer ergänzen? Das ist so die eine Sache, aber ich glaube, um auch anzuschließen, wirklich so ein bisschen die Frage an jeden selber, was will ich eigentlich noch lernen oder was ist mir wichtig in der digitalen Welt noch für mich zu lernen? Weil ich glaube, dass das eigentlich der wichtigste Baustein ist, dass wir alle, egal ob jung, alt, sozusagen uns in dem Thema nicht aufhören, fortzubilden oder, was ist fortzubilden, weiterzubilden, in welcher Form auch immer. Also meine persönliche Lieblingsbaustelle ist so die Frage, wie wir Lernangebote gestalten können, in denen verschiedene Lernziele miteinander verwoben werden. Weil wir haben so viel schon festgestellt, was sozusagen der Lernbedarf da ist. Und wir haben über die letzten 100 Jahre, 200 Jahre so viel didaktisiert, das immer weiter aufgeteilt in einzelne Bereiche. Und jetzt merken wir, wir brauchen Lernangebote, in denen beispielsweise, weiß ich nicht, MINT und Demokratielernen irgendwie eher zusammengreift, als dass es irgendwie sich gegenseitig Konkurrenz macht. Wir brauchen Lernangebote, in denen man lernt, wie man irgendwie im digitalen Raum sich bewegt, kommuniziert, neu lernt, irgendwas auch noch zum eigentlichen Thema des Ganzen irgendwie vom früher Fachinhalt genannt macht. Und diese Sachen, wie die sozusagen gut miteinander verwoben werden, dass sie wirklich aufeinander einzahlen im besten Fall, darüber wissen wir, also das haben wir fast verlernt, würde ich sogar sagen. Und das ist meine persönliche Baustelle. Danke euch. Ich gehe auf jeden Fall mit mehr Fragen raus als Antworten, aber für mich ist das ein sehr, also ich finde das einen sehr guten Indikator für eine Debatte und so eine Veranstaltung. Bin gespannt, wie es weitergeht auf Spatial Chat. Erstmal danke ich euch, dass ihr hier wart, dass ihr diskutiert und euch ergänzt habt im Sinne von Streiten. Danke Dario, danke Nele, danke Jöran.